Hallo aus dem wunderschönen Reffenau. Ich wollte euch mal wieder so ein kleines Covid-Update durchgeben. Und zwar gab es Ankündigungen vom Gesundheitsminister. Und ja, die wollte ich mit euch so teilen. Wir sind hier in der Nähe der Vier-Martyrer-Kirche. Auf diesem Platz gibt es jeden Donnerstag den Wochenmarkt. Und heute, Mittwoch, gibt es einen kleinen Biomarkt genau hinter diesem Kiosk, wenn man hier so geradeaus durchlaufen würde. Da gibt es einen Biomarkt jeden Mittwoch von morgens 9 Uhr ungefähr bis 2 Uhr mittags. Interessant, wenn ihr mal hier seid. Der ist klein und fein, klein aber fein. Also hier zu dem Update. So, das Erste ist, dass die Schnelltests für die Schüler ab dem 1.5. abgeschafft werden. Also da brauchen die Schüler keine Schnelltests mehr vorzuzeigen für die Schule. Was aber jetzt vielleicht interessanter für euch ist, dass ab dem 1.5. bis zum 31.8., also bis Ende August, kehrt der Betrieb in allen Flächen zu 100% zurück. Das heißt, bis jetzt war es hier so, je nachdem wie die Quadratmeterfläche war, durften auch dementsprechend Menschen, also Leute rein. Als Beispiel jetzt grob gesagt 40 Quadratmeter, 10 Leute zum Beispiel, das wird jetzt abgeschafft, können dann mehrere rein. Was ändert sich noch? Die Impf- und Krankheitsbescheinigungen werden vom 1. Mai bis zum 31. Oktober abgeschafft. Das heißt, man muss jetzt nichts mehr vorzeigen, um irgendwo reinzugehen, wie es jetzt zurzeit ist. Jetzt muss man irgendwie einen Impfnachweis zeigen, um Restaurant zu essen oder in den Laden reinzugehen. Das gibt es dann nicht mehr. Ab dem 1.5. müssen die Leute, die halt hier arbeiten, einmal pro Woche so einen Schnelltest vorzeigen. Und bis 31.5., also bis Ende Mai, bleibt die Maskenpflicht in Innenräumen bestehen. Also man muss dann die Maske noch tragen, wenn man in einen Laden reingeht oder in einen Supermarkt. So, das waren so die wichtigsten Updates zum Covid. Das heißt, es wird alles etwas normaler demnächst. Und natürlich hoffen wir, dass das nicht in die Hose geht, sagen wir es mal so. Und ja, abonniert meinen Kanal für immer wieder Neuigkeiten, nicht nur aus Kreta, also aus Refenon, sondern auch generell aus Kreta. Und vielen Dank für euren Support, wirklich vielen, vielen Dank.